ich gerade ganz woanders hingeguckt habe. Das gibt's nicht. Dieser Fight ist annoying. Fucking annoying. Fuck. Die größte Sorge in diesem gesamten blöden Fight sind diese scheiß Totenbombköpfe, genau, Totenbombköpfe. Meine Fresse, sind die nervig. Ich weiß halt auch nicht, wo ich überall hingucken soll, ne? Help! Okay, holy shit. Na, geh weg! Ja, vermutlich wird das schon DDD. Es ist trotzdem alles andere als angenehm. Dass mich das Ding getroffen hat gerade, ne? Ich bin so mad darüber. Fucking was? Fucking Bullshit. Hallo, könnten die Scheiße. Ja, genau. Mhm, danke, Spiel. Fick dich doch einfach. Scheiße. Ohne Witz, ey. Das ist doch crazy. Weißt du, der Typ, der halt diese Scheißbomben programmiert hat, ne? Schnüffelt halt auch gerne an Damenstiefeln. Ja, natürlich hat mich das Ding getroffen. Wo soll ich denn hin? Links ist eine Bildschirmrandbegrenzungsspiel. You fucking kidding me? Meine Fresse, ey. Ja, ich kann mich halt nicht bewegen, weil der Magnet ist halt nicht überall gleich stark. An einigen Stellen ist er halt einfach stärker, ne? Ist halt so ein Discount-Magnet. Der funktioniert halt nur, ne, an ungeraden Tagen in der Woche oder so. Hey, schieb. Ja, leck mich, Spiel. Leck mich. Ja, klar. Die hat nicht getroffen. Alter. Ich stell gleich auf simpel. Ich hab keinen Nerv auf diesen Boss. Diese Bomben sind einfach der größte Abfuck, ey.
Mit. Das gibt's nicht. Wie oft soll ich die manchmal denn bitte anschießen? 4000 Mal oder was? Komm, fuck this shit, Alter. Da habe ich gerade absolut keinen Nerv drauf. Das ist halt einfach. Oh, was ist die dümmste Mechanik, die uns einfällt? Genau das. Genau das. Weißt du, und auf easy ist ja wahrscheinlich so easy, dass ich wahrscheinlich nebenher, weiß ich nicht, eine Doktorarbeit schreiben könnte. Sag mal, der macht den Laser schon mal nicht. Das ist ja interessant. Den Laser von oben gibt es schon mal nicht. Merken wir uns das. Oh, lass mich raten, die Arschlochbomben gibt's auch nicht, ne? Trotzdem krieg ich Schaden, weil ich dumm bin. Ich spiel mal Getting Over It. Wie wär's mit Nein? Ich werde keine Spiele spielen, die einfach nur daraus bestehen, dass dich Motion Control dermaßen abfuckt. Oh, oh, habt ihr Laser? Was ist denn? Hallo? Ist hier Weihnachten oder was? Ach cool, die Bomben gibt's also auch hier. Das ist ja cool. Ach, aber die sind nicht homing. Die fliegen einfach geradeaus. Are you fucking kidding me? Look at this shit. Das sind die... Warum homt die jetzt? Es sind auf jeden Fall weniger. Ja, guck mal, die homed. Oh mein Gott. Was? Der hat die ganze andere Phase nicht? Was? Was? Der hat die ganze Scheiß... Oh, guck mal, ich bin fucking Tohugurt-Phase nicht? Ach, komm. Skill Level 1. Mhm, deine fucking Mutter, ey. Ja, I don't care. Ignoriere das Level, nobody... Remember, only regular battle will let you collect. Ich muss das auf Regular spielen? Willst du mich fucking verarschen? Ich muss das auf... Warum? Das ist dumm! Das ist fucking dämlich! Alter! Soll man nicht irgendwas Einfaches spielen? So weiß ich nicht. Boshi blindfolded. Oder, keine Ahnung, Boshi nur mit Füßen, mit einem Guitar Hero Controller, maybe mit einer Tanzmatte. Alter. Ja, ich treffe nichts, ist klar. Es wundert mich nicht, dass Leute das Game irgendwann einfach zur Seite gepackt haben, weil sie gesagt haben, lol, das ist Bullshit. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Die Parry-Mechanik ist halt manchmal einfach nur Lotto spielen. Die scheiß Bombenkacke hier unten ist halt auch super annoying. Die komische Zwischenphase hier ist halt, ne? Prevent Useful Game Design. Haben sie extra Shit für gegründet. Ach komm, ey, das macht doch keinen Spaß. Kann man die Bomben in den Reihen locken? Nö, natürlich nicht. Die machen wahrscheinlich eh keinen Schaden. Die würden einfach durchfliegen. Ja, siehst du, die fliegen einfach durch. Ach komm, das wäre so eine coole Mechanik gewesen. Warum macht man daraus so einen Bullshit? Jetzt mal ehrlich. Warum nicht einfach mal klug mitdenken und den Spieler irgendwie, ne, gescheit herausfordern, anstatt mit eurem Forced Bullshit? Nein, weil Forced Bullshit viel cooler ist nicht. Leck mich halt. Ja, und über die Phase hier möchte ich mal komplett schweigen, weil, ja, genau deswegen sowas, ey.
Boschi mit der Zunge. Ja, Boschi mit dem kleinen C ist wahrscheinlich einfacher als der Müll hier. Ich habe das Ding jetzt zweimal nicht geparried. Mhm, klar. Sicherlich. Hitboxen, ne, hatten wir am Ende des Spiels auch keine Lust mehr, gescheite Hitboxen zu coden. Da mussten wir halt einfach, ne, so tun, als ob wir irgendwas gecodet hätten. Diese Scheißbomben, Alter! Das gibt's nicht. Diese Bomben regen mich so auf. Was ist eigentlich dein Preis dafür in diesen Leveln, dass ich in den ganzen anderen Leveln mir den Arsch abgesammelt habe mit den Münzen? Ach ja, stimmt. Nichts. Weil Flugzeuglevel einfach keine Updates bekommen. Außer die bescheuerte Scheißbombe, die kein Mensch mag. Warum mache ich denn immer noch gefühlt minus 3 Damage, ey? Das gibt's doch nicht. Diese... Ich schwöre, die Bomben, ne? Leck mich. Das ist lächerlich. Die Dinger sind so fucking lächerlich. Mein Gott, diese scheiß Programmierer haben halt mindestens genauso viel Hirn wie Funk Royals Chat, ey. Ist ja absolut Banane. Ja, natürlich, ey. Sinnvolle Spiele programmieren? Na, Quatsch. Lieber so ein Blödsinn. Lieber, oh, guck mal, wir haben so einen tollen Artstyle. Und oh, guck mal, wir kriegen überall Game of the Year hinterhergeschmissen, obwohl wir eigentlich gar nichts gemacht haben, außer irgendwie, yay, ein bisschen gemalt. Gameplay? Gameplay zählt heute nicht mehr. Das Nier Automata ein fucking genius Game war, interessiert keinen Menschen. Alter, die Welt ist einfach so falsch und kaputt, ey. Das gibt's einfach nicht. Ich schwöre zu Gott. Dieses Level ist... Das gibt's nicht. Das ist einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm. Mir fällt halt auch nichts anderes mehr ein. Es ist halt einfach nur, ne? Oh, was machen wir denn heute? Wir designen ein scheiß Level. Okay. Weißt du, dem Praktikant direkt mal die Flasche Bier in die Hand gedrückt. Let's go. Natürlich kommt aus der oberen Hand eine blaue Kugel, wenn ich drunter bin. Wann denn auch sonst? Nein, fester Timer. Ach Quatsch! Brauchen wir nicht. Wozu auch? Feste Timer sind ja so 1960. Oh wait, guck mal, genau das ist ja das, was dieses Spiel verkörpern soll. Den absoluten Bullshit aus der Hölle. Boah, meine Güte. Wenn ich runter auf dem Analogstick drücke, will ich auch runterfliegen und nicht diagonal. Meine Fresse. Aber ist halt zu schwer zu programmieren. Ist halt, ne? Die Turbo-Pascal-Kenntnisse der Programmierer haben halt leider Gottes nicht ausgereicht. Um irgendwas gescheit zu programmieren. Hitboxen sind halt einfach RNG. Das erklärt halt auch, warum der Parry immer nur so 1 von 18 Mal funktioniert.
Ich hab das Ding geparried, es hat geblinkt, es ist nicht verschwunden. Mhm, danke Spiel. Ich weiß, wenn man mich verarscht. Das gibt's ja doch einfach nicht. Oh, jetzt geht's. Tja, spontan gepatcht, wa? Nicht, dass es vollkommen random und Bullshit... Tja, was macht denn die Bombe da? Habt ihr das gesehen? Die Bombe stand irgendwie mit er und dachte sich so, oh nö, da hinten ist ja noch ein Gegner. Macht noch ein... Was, es ist nicht mal in meiner Nähe. Es hat nicht mal was mit fucking Proximity zu tun. Siehst du? Die sieht einfach, oh, ne, irgendwo auf dem Screen ist ein Spieler, den gehen wir jetzt ficken. Wie, ist egal. Hauptsache ficken. Alter. Weißt du, dass die Explosion dem Kopf halt auch keinen Schaden macht, ne? Meine Fresse, wo habt ihr denn Game Design gelernt, liebe Programmierer und Programmiererin? Bei DK in YouTube-Video-Tutorials oder was? Meine Fresse. Game Design 101. Spielspaß ist nicht erlaubt. Niemals. Ach, ja, natürlich. Ich be... Die Hitboxen sind einfach random. Hurtboxen sind genauso random. Alles in diesem Spiel ist random. Leck mich. Leck mich einfach nur, ey. Das hat nichts mit Noob zu tun, ich bin einfach gerade getiltet, weil dieses Spiel schlecht ist. Und weiß ich nicht, wer die Wahrheit nicht verkraften kann, ne, ist ja nicht mein Problem. Ich meine, ich gebe dem Spiel, dass es einen coolen Artstyle hat, aber gameplay-technisch ist es leider Gottes die Ultra-Rutze. Insbesondere, weil Hitboxen halt vollkommen zufällig sind. Warum muss man halt noch rausfinden? Aber ja, passiert halt, ne? Der Parry fühlt sich halt richtig schlecht an. Das ist halt auch so eins meiner Probleme mit dem Spiel. Das Ding ist halt, man kann so Sachen so richtig cool programmieren. Ich meine, wisst ihr, wenn ihr echt mal ein Spiel haben wollt, ne, wo ihr denkt, oh, ich will irgendeine Fähigkeit, die richtig Spaß macht, ne? Also diese richtig, die du benutzt und die willst du immer wieder benutzen. Dann geht Ori spielen. Der Bash aus Ori ist, fühlt sich so fucking gut an. Und dieser Parry ist halt im Vergleich so... So ein dicker Haufen. So ein richtig dicker Haufen. Wie viel HP? Wie viel? Wie viel? Diese letzte Phase ist ein Witz.
Ne. Einfach nur ne. Zeit ein, dann zu rauchen. Das gibt's halt nicht. Das Ding ist, guck, ne? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie dieser Graph funktioniert, aber jeder Abschnitt bis zu so einer Flagge ist quasi eine Phase. Und du hast quasi die erste Phase, wo man halt, ne, mit den verschiedenen Kram hat, ist okay. Die zweite Phase soll die darstellen, wo der Kopf hin und her fliegt. Die ist natürlich nur so kurz. Und dann guckt einfach mal, wie fucking lang diese dritte Phase ist. Was? Das ist doch einfach nur Forst. Das ist so, weißt du, mit 20% weniger Health hätte der Boss immer noch funktioniert. Leute hätten eventuell Spaß dran gehabt. Nein. Quatsch. Stattdessen muss man den so dermaßen ridiculous machen, dass man die. Ich schwöre, ich tue mir super schwer, diese dämlichen Scheißprojektile auf meinem Bildschirm zu sehen. Einfach weil die super dumm designt sind. Aber hey, dass das Spiel nicht das beste Game Design aller Zeiten hat, haben wir in 2005 festgestellt. Alter. Ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Ich bin echt gespannt, ob das so weitergeht. Weil im Moment, boah, also ich hoffe einfach, dass es keine Fluglevel mehr gibt. Weil Fluglevel sind, bäh. Kann ich echt nicht irgendwas anderes machen? Echt nicht? So, irgendwas anderes auf der Map, so irgendwas, was Spaß macht. Weiß ich nicht, unten die Sandburg zertreten. Aber ich könnte das hier machen. Ja, aber das Ding ist, selbst wenn ich das hier mache, bringt mir das nichts bei diesem Boss, weil von Münzen kann ich keine Flugzeug-Upgrades kaufen. Oder gibt es irgendwann später irgendwelche Upgrades, die ich da holen kann? Ich wage es zu bezweifeln. By the way, danke Kevin Hamburg und Black Sheep für den Follow. Es gibt noch einige Fluglevel. Bitte was? Es gibt echt noch mehr Fluglevel. Was haben wir hier? Oh, Wagen. Feuerräder, okay. Autsch. Oh, das spawnen immer wieder neue, okay. Oh, klar. Okay. Ich merke schon, das Spiel hat nur lustige Level. Okay, fragen wir einfach mal anders. Vom Schwierigkeitsgrad her. Wie hoch ist der Roboter im Gegensatz zu den Fluglevel, die noch kommen? Also dieser scheiß Roboter hier. Weil ich habe nichts gegen die erste Phase. Okay, die Bomben nerven. Ja, mein Gott. Die zweite Phase ist auch noch okay. Aber ich finde die dritte Phase straight ridiculous. Also wirklich, keine Ahnung. Ich finde die einfach nur crazy. Und ich finde es halt auch super dumm, dass du wirklich auf Regular durchspielen musst. Du kannst halt nicht, weiß ich nicht. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, oh, das ist mir jetzt zu schwer, ich spiele auf Simple. Nein, das Game forst dich auf Regular zu spielen. My Little Pony von der Schwierigkeitsgrad. Aha. Du hast es nach der ersten Flugphase deinstalliert. Cool. Also wie gesagt, die erste Phase hier geht halt noch. Besonders mit der Bombe, wo man unten beide treffen kann, ist halt okay. Dass der Parry hier manchmal total finicky ist, meine Güte, kann ich auch noch mitleben.
Gott, ja, klar. Fick dich einfach, ey. Ja, du kannst die... Das ist ja das, was ich mich auch frage. Wozu gibt es eine Simple Option, wenn du sie im Grunde genommen nicht nutzen kannst? Das ist ja... Dann hättest du sie auch einfach weglassen können. Weil wenn du Simple spielst, wirst du ja quasi... Oh, da. Du kannst ja mit Simple nie das Spiel durchspielen. Das ist ja vollkommen hirnrissig. Dann programmier doch von mir aus einfach einen Easy Mode mit Simple, wo einfach immer eine Bossphase fehlt, und einen Hard Mode, wo du quasi Regulars spielst. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Oh, fuck mal, Alter. Okay, passt. Doch, du kannst schon die Level weitermachen und später wiederkommen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, Multigun Gaming. Ich kann ja. Jetzt, wo du sagst. Kleinen Moment. Ganz klein. Ach ja, ich muss ja 3 Kilometer laufen. Ich habe nicht genug Münzen dafür. Ich muss das Level hier machen. Es gibt das Upgrade, dass ich 4 Herzen kriege. Und ich glaube, das sollte ich mir echt mal holen. Es mindert zwar meinen Schaden, aber es ist immer noch besser als all der andere Bullshit. Okay, ihr geht vor und zurück, alles klar. Whoa. Fuck. Ja. Yeah. Geh weg, nerv nicht. So, wir merken uns hier drauf und jetzt aufpassen. Einfach durch Damage boosten, fast. Fuck das shit, ey. Wie? So, okay. Oh cool, Autoscroll. Spawnen die jetzt die ganze Zeit einfach... Wow, hi. Okay, aber ihr geht nur nach vorne. Alles klar. Never mind, ihr geht irgendwo hin. Die Münze habe ich auch gesehen. Fuck, okay. Noch so ein Vieh. What is this? Oh, cool. Bye bye, Rossi. Sieht machbar aus. Vorsicht, der kommt zurück. Hoppa. Super machbar.
So, wieder dran denken. Das hier, okay. Ach so, er ist im Megaspawn. Ja, cool. Fuck. Habt ihr mitgekriegt, dass Leute kaufen wieder wie bekloppt GPUs? Oh, schon wieder Crypto Mining. Oh. Wenn Leute wie bekloppt GPUs kaufen, ist es immer Crypto Mining. Ich habe auch in meinem YouTube-Feed ein Video gesehen, ob Crypto Mining nicht Gaming zerstört, weil die Preise halt einfach von Grafikkarten immer wieder explodieren, deswegen. Das ist wieder total im Keller. Ach, das ist im Keller und dann geht das wieder hoch. Das ist immer dasselbe. Shit, ich dachte, die sind schneller. Ich habe die Münze verpasst. Bitcoin ist heute schon wieder abgeschmiert. Oh, wirklich? Holy fuck. Shit, ey. Die meisten Karten haben 40 bis 50% Preisanstieg erlebt. Holy shit, ey. Ich merke schon, ich bleib einfach ewig auf meiner 69 hier sitzen. Einfach weil man sich schlichtweg nichts anderes mehr leisten kann. Bitcoin ist gedroppt auf 8k pro Coin? 8k ist super low. Holy shit. Ich bin halt heute leider zu gar nichts gekommen. Ich war heute damit beschäftigt, Kram zu fixen für andere Leute. Also konstant. In einer Tour. Schießt so früh. Diesmal habe ich die Coin. Und den Parry. Hell yeah. Geht's aber los hier. So, das war... Der Parry ist die letzte Rotze. Was ein Bullshit. Nicht über das Level aufregen. Das Level ist okay. Die Autoscroller-Passage ist ein bisschen annoying. Warum versuche ich hier durchzuspeedrunnen, wie ein Bescheuerter? Warum ist der Cycle jetzt so fucked up? Zack, zack. Ach so, jetzt geht's, natürlich. Okay, der kam hier wieder.
Okay, ich hab die Münze, alles ist gut. Ich möchte gerade irgendwas kaputt schlagen. Schatzi Pupsi, hättest du später oder morgen mal Zeit? Stefan, der bräuchte deine Hilfe. Ich sollte einfach einen Laden aufmachen. Ich sollte mich einfach selbstständig machen mit PC-Problemen aller Art. New steht zur Seite mit Rat und Tat. Ja, kann ich machen. Ich weiß halt nicht, wie lange ich heute streame. Ich habe vor, noch ein ganzes Weilchen zu streamen. Von daher, mal gucken. Also maybe nicht mehr heute, außer das ist irgendwas super Einfaches und Simples. Dann eben nicht. Sag mal, weißt du? Ich sag noch ja, ich kann helfen und dann heißt es halt nö. Gut, dann nicht. Leck mich. Die Passage nervt mich hart. Fünf Schutz. Chat Delay, kennst du das? Nö, kenn ich nicht. Was ist das? Kann man das essen? Okay. Pop. Pop. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Edoro lauf. Edoro muss nicht laufen, aber heute war wieder so ein Tag, weiß ich nicht. Manchmal ist es einfach echt merkwürdig. Von Tagen, wo ich mir nichts vornehme, habe ich. Weiß ich nicht. Wow. Ja, machen wir so, ne? Nur die Münze haben. Kann ich den Shit despawnen? Kann ich. Oh, ich habe einen Parry hinbekommen. Hole mir einen roten Stift für den Kalender. Ein erfolgreicher Parry. Thank you.
Was? Oh ja, natürlich. Mhm, klar. Warum denken Leute nochmal, dass Cuphead ein gutes Spiel zum Streamen ist? Ach ja, weil Leute darauf stehen, wenn andere Leute sich aufregen. Ah. Ich fight dich doch nicht, du Scheißvieh, ey. Was zur Hölle war das? Außer magische Gürteltiermagie. Absolut. Fuck my life. Ja. Ich hab schon, weißt du, dieses. Der. Gibt's halt nicht, ey. Oh, diesmal fangen wir direkt mit dem Dicken an. Cool. Lass dir ruhig alle Zeit der Welt spielen, ist okay. Och du Scheiße! Wie habe ich hier keinen Schaden gekriegt? What the hell? Krieg ich bitte einen Orden? Ja, der Punkt, an dem mein Sprung einfach mal, ne? Fuck my life, ey. Das ist so dumm, ey. Da war eine Münze. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Bevor oder nachdem das Spiel meinen Input für den Jump gefressen hat. Aber das Spiel ist ja nicht schwer genug. Man muss es ja einfach, ne, noch viel schwerer machen, indem man irgendeinen Bullshit einfügt. Ich habe eben die am Torbogen vergessen. Ach so, die hier, ja. Ich bin eh schon wieder tot. Ist wieder auch nicht zu schaffen. Ich verstehe es nicht. Es ist halt so dumm designt. Das ist, es regt mich auf.
Es regt einfach. Es ist so designt, dass sich Leute absichtlich aufregen. Da ist kein Troll rein designt, da nichts. Es ist einfach nur ultra schlechtes Design, Mann. Also, no joke. Kannst mir nicht erzählen, dass Leute einen Heidenspaß hatten, dieses Spiel zu gucken. Anschauen, ja. Spielen, nein. Einen Schluck Kaffee oder zwei. Rädchen 1, 2 mehr. Oh, es ist. Ich bin gerade schon an dem Punkt vorbei, wo ich Lust habe, mich über das Spiel aufzuregen. Es gibt so Sachen, die sind legit hart und mein Gott, damit kann ich leben, aber es gibt in diesem Spiel leider auch so viel Bullshit. Zum Beispiel sowas. Es ist halt einfach, es gibt meiner Meinung nach eine Balance zwischen zwischen Schwierigkeit und Spielspaß. Und die ist bei Cuphead einfach nicht gegeben. Weil das Game verlangt teilweise extrem präzise Eingaben von dir vor Mechaniken, die halt nicht präzise sind. Schlaf gut, Schatz. Love you. Es ist halt einfach, es ist merkwürdig. Es gibt so Situationen, wo du parryen musst, aber der Parry an sich ist halt, weiß ich nicht. Du siehst halt optisch ein Feedback, so von wegen, oh guck mal, das müsste jetzt quasi der Parry sein, aber er geht halt manchmal einfach nicht raus. Einfach weil sich das Spiel denkt, oh guck mal, hier brauchst du den genauen Input, aber gescheit coden, da haben wir halt keine Lust drauf. So blöd es klingt, ne? Ist halt kein Dark Souls. Der Witz ist halt, Dark Souls ist im Gegensatz zu dem hier fair. Bin ich ganz ehrlich. Schon Grund, warum Leute sagen, ne? Dark Souls ist halt hart, aber fair. Weil es einfach so ist. Und ich bin jetzt nicht bei weitem der Typ, der übelst hart Dark Souls verteidigt. Also ich finde zum Beispiel, dass Bloodborne, also was heißt Bloodborne? Bloodborne im Vergleich meiner Meinung nach ist zum Beispiel einfach nur ridiculous schwer. Habe ich die im Torbogen wieder vergessen? War die hier irgendwo? Ja, hier. Denn ich muss gestehen, selbst Dark Souls 2 hat seine Stärken. So blöd es klingt. Also Dark Souls 2 ist halt nicht nur purer Bullshit. Ich weiß, es ist erstaunlich, aber es ist halt auch einfach cool, weil Dark Souls 2 halt eins der Games ist, die meiner Meinung nach ein bisschen leichter zugänglich sind von der Souls-Serie. Eins ist halt manchmal so dermaßen hart kryptisch, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Aber bei 2 ist es halt einfach so, dass weiß ich nicht, ich mag 2.
Oh, we did it. Das Ding ist halt, ich habe mich halt zum Beispiel in Dark Souls 2 nie mit so Kram auseinandergesetzt wie, Dings, wie, wie PvP und so, hab ich überhaupt nicht mehr. Dark Souls 1 haben nur die Hardcore-Gamer gezockt. Also ich habe Dark Souls 1 gespielt und ich mochte es. Also ich habe auch eigentlich jetzt vorgehabt, Dark Souls 1 immer wieder zu spielen. Da jetzt aber das Remaster angekündigt ist, werde ich einfach auch das Remaster erwarten. Gib mir die Herzen. Tue dich, Nerd Points. Cool. Wirklich sowas, sowas gibt's? Damn. Okay, heute ist Dark Souls 1 halt ein Aushängeschild. Dark Souls 1 ist meiner Meinung nach ein ganz spezielles Spiel. Also Dark Souls 1 ist, weiß ich nicht. Es ist... Es hat eine sehr schöne Balance. Es ist halt ein bisschen... Es ist sehr altbacken. Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man halt damit lernt zu leben, kann man mit Dark Souls 1 sehr, sehr viel Spaß haben. Ist meine Meinung dazu. Ach, das ist so Blödsinn. Der Boss macht halt einfach keinen Spaß. Es tut mir so leid, ey. Ja, ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr. Wie gesagt, das ist in Dark Souls... Das Problem mit Dark Souls 1 ist, was ich festgestellt habe, du musst dich auf das Game einlassen und du musst so ein bisschen... also, weiß ich nicht. Ich finde... Es ist halt schwer. Es ist schwer zu beschreiben. Ich finde Dark Souls 1 hat für ein schweres Game einfach eine sehr gute Balance. Aber wie gesagt, das gibt halt Sachen, die ein bisschen sehr altbacken sind. Das UI ist sehr altbacken. Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, es ist natürlich kryptisch as fuck, muss nicht jedem gefallen, mein Gott. Ja, was soll ich denn da machen? Parryen, alles gleichzeitig? Fickt sich das Speer. Das ist total machbar. Okay, den Hint nehme ich. Ich scheiße ich drauf, ganz ehrlich. Gerade mal Hälfte vom Legen weg.
Das ist nicht so, als ob ich mich nicht anstrenge. Der Shit ist einfach ridiculous schwer. Also besonders die letzte Phase ist tankiest Shit. Da konnte ich dich weg. Fuck. Ich verstehe nicht, warum der erste Parry manchmal nicht funktioniert. Ich meine, ihr seht ja, dass ich an dem Ding direkt dran bin. Ich weiß ja schon, wo es spawnt. Ich meine, ich weiß, dass das da rauskommt. Aber man achtet drauf. Okay, ja klar. Weißt du? Vorführeffekt. Schließt weg Vorführeffekt. Was ein Quatsch, ey. Oh Mann. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ja. Obwohl. Nee. Gibt's nicht. Ich würde einfach nur gern durch diese erste Phase ohne Schaden durchkommen. Bullshit. Fucking Bullshit. Mein Gott, die lief ja mal richtig gut, die Fahrt. Was ist denn hier los? Wie viel HP hat der denn bitte, ey? Ja klar, ich bin gerade mal bei Hälfte. Sorry, die letzte Phase ist zu tanky. Kann mir keiner erzählen. Thank you.
Okay, mein Super ist aufgeladen und zwar volle Karacho. Nice, nice, nice. So. Komm schon, du blöder Wichser, stirb! Lutsch meinen dicken, fetten Schwanz, du Scheißgame! Was ein Drecksboss! Crazy. Einfach nur crazy.